Guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen heute zur Tagesenergiebotschaft für den Sonntag. Wie ihr hört, sitzen wir wieder draußen. Die Vögelchen sind auch am Start. Guten Morgen. Und wir schauen heute mal rein, wie so die Energie ist, was sie heute so uns anzubieten hat. Also, schauen wir mal rein. Genau, wen es interessiert, unterhalb des Videos sind wie immer die Karten verlinkt. Da findest du das Engel-Orakel für jeden Tag, ist das jetzt. So, richte deinen Fokus auf Dienen, das Gesetz der Anziehung und der kontinuierliche Fortschritt. Ja, gib dich ganz hin, ist hier die Botschaft. Ne? Richte dich wirklich so aus, dass all das Gute auch zu dir finden kann. Es beginnt in deinem Kopf und in deinem Herzen herauszufinden, was wirklich für dich notwendig ist. Es ist ja so, dass du kontinuierlich an dir arbeitest. Es ist so, dass nach und nach immer mehr Bereiche in deinem Leben sich verändern werden. Und du darfst schauen, dass du immer wieder deine Gedanken in die richtige Richtung lenkst. Mit dem Ritter der Schwerter hier bist du sehr fokussiert. Ja? Also richte dich wirklich aus auf das, was du wirklich möchtest, damit du es letztendlich auch anziehen kannst. Im Endeffekt zieht dein Herzmagnet alles in deine Richtung, alles das, was zu dir gehört, wird auch zu dir kommen und dann auch stabil bleiben. Es kommt Stabilität in deine Situation. Es kann sich aber vielleicht so anfühlen, als würde für einen kurzen Zeitraum alles noch einmal durcheinander gewühlt werden. Wir haben hier das Gericht und zwar in Kopflage und es kann sein, dass du das Gefühl hast, erst durch einen Prozess durchzugehen, der unangenehm ist, der dich etwas zurückhält und deinen Fortschritt behindert. Aber im Endeffekt sind so leichte Behinderungen nur Verzögerungen auf deinem Weg zum kontinuierlichen Wachstum. So, die Frage ist, ob das, was du tust, doch wirklich sinnvoll ausgerichtet ist. Ob du wirklich im Fluss der Möglichkeiten bist oder ob du daneben her wanderst. Weil solange du kein festes Bild hast, wo du hin möchtest, solange du die Anziehung nicht unterfüttern kannst mit Gefühlen, wird es schwierig werden, da in diese Stabilität zu kommen. Aber wir haben hier nochmal 4 Stäbe, also viel Stabilität und den Pagen der Kelche. Es kann sein, dass du es etwas langsam findest, ne? Dass es etwas zu langsam vorwärts geht und etwas zu wenig Fortschritt dir möglich erscheint oder du auch einfach das Gefühl hast, dass hier noch nicht genug ausgeschüttet wird. Aber es geht jetzt darum, kontinuierlich weiterzumachen, in kleinen Schritten dem Ziel entgegenzugehen und nicht zu erwarten, dass von heute auf morgen hier mit der Gerichtskarte von außen deine Probleme gelöst werden. So funktioniert das nicht. Du musst warten, bis du selber die Probleme gelöst hast. Das heißt nicht, dass du hier nicht Stabilität hast im Endeffekt oder vielleicht jemanden, der dir hilft. Aber im Endeffekt bist du jetzt gefordert, erstmal deine Zielsetzung zu überprüfen. Ne? Schau, ob du wirklich in die richtige Richtung gehst. Schau, ob das, was du machst, dir wirklich Freude macht. Und wenn das nicht so ist, dann darfst du auch Veränderungen einleiten. Also spür mal wieder in dich hinein. Bin ich da, wo ich gerade arbeite, am richtigen Ort? Trage ich meinen Teil zum großen Ganzen bei? Oder bin ich da einfach nur, weil ich das Geld brauche? Und eigentlich macht es mich innerlich kaputt oder leer, krank, wie auch immer. Spüren dich hinein, was deine größere Vision des Ganzen ist. Und vor allen Dingen unterfüttere hier alles, was du tust, auch mit Gefühlen. Ne? Also guck immer oder spür mal dich hinein, wie fühlst du dich in gewissen Situationen, wenn du zur Arbeit gehst und dich da immer nur hinschleppst, wenn du am Sonntag schon Bauchschmerzen hast, weil du weißt, dass du morgen wieder zur Arbeit gehen musst, dann ist da etwas falsch. Oder dann ist da zumindest Aufmerksamkeitsbedarf. Es muss ja nicht gleich falsch sein, aber irgendetwas fühlt sich hier so an, als würde es dir ständig um die Ohren fliegen mit den 5 Stäben. Ne? Da ist die Stabilität dann wieder hin. Wenn du hier am Wochenende dich stabil fühlst, zu Hause, in deinem Umfeld, mit deinen Freunden, wie auch immer, und am Montag weißt du, du musst zur Arbeit und es fühlt sich dann so an, als ob alles auseinandergerissen werden würde. Es kann sein, dass du dich dann am falschen Ort aufhältst und ja, es immer schwerer wird. So, ich hätte ganz gerne hier nochmal eine Klärungskarte für das Gericht und dann wollen wir für heute auch mal Schluss machen, glaube ich. Also, das Gericht auf den Kopflage. Was dürfen wir darüber noch wissen? Liebes Universum, welche Nachricht hast du hier gesondert
zum Gericht. Oha, ja. Sei kein Narr. Wir haben hier den Narren in Kopflage. Es wird nicht leicht, wie ich sagte, es kommt niemand, der für dich das ganze Ding auf den Kopf stellt. Da kommt niemand und gibt dir Narrenfreiheit. Sondern hier siehst du so ein bisschen aus, als würdest du halt in der Luft hängen, könnte man sagen. Ne? Und wir haben ja auch noch die 5 Schwerter, auch in Kopflage, was eigentlich sehr angenehm ist. Es darf hier einfach abfließen. Ne? Es wird nicht nochmal schwer werden, es wird nichts sein, was dir wirklich, tiefsten Schmerz verursacht, sondern es ist mehr so, als wenn du innerlich schon abgeschlossen hast, so als wenn du innerlich schon, ja, bleiben wir mal bei dem Beispiel der Arbeit, natürlich kann es sich bei dir in einem allgemeinen Orakel auch auf eine andere Situation beziehen, auf eine Partnerschaft, eine Liebesbeziehung, eine Freundschaft, wie auch immer, aber wenn du jetzt an diesem Punkt bist, wo du das Gefühl hast, hier gibt es nichts mehr zu holen, hier ist nicht diese Stabilität, es fühlt sich immer bei jedem Treffen so an, als würde ich meinen Scheiß verlieren, als würde ich innerlich aus meinem Gleichgewicht kommen, dann darf das jetzt hier alles rausgehen, aber es kann dir keiner abnehmen. Also du musst schon selber die kleinen Schritte gehen. Ne? Du musst hier schon selbstständig nachdenken, du musst selber gucken, dass du in deiner Stabilität bleibst und alles das, was dein inneres Wachstum behindert, alles das, was deinen inneren Frieden stört, das darfst du in diesem Falle aussortieren, weil du ja darauf achten sollst, deine Gedankenweise zu wählen sozusagen. Ne? Wenn du deine Gedankenweise wählst und sie auf die Dinge ausrichtest, die für dich von Wert sind, zum Beispiel auf Liebe oder Frieden, Harmonie oder auf sonst irgendetwas, was dir halt wichtig ist, dann pass auf, dass du halt in dieser Schwingung drin bleibst. Und wenn du Menschen triffst, die halt ganz anders sind, sei es jetzt beruflich oder privat, wie auch immer, dann kann es sein, dass du immer wieder da rausfällst. Es ist ein schmaler Grat zwischen in seiner eigenen Blase zu leben, in seinem eigenen Fokussiertsein zu leben und gleichzeitig im Kontakt mit der Gesellschaft zu stehen. Du musst gucken, wie du das für dich heute regeln kannst. Genau, oder allgemein, ob du vielleicht allgemein eine Veränderung dort reinbringen möchtest. Jetzt am Sonntag ist es natürlich möglich, du hast bestimmt Zeit, dir ein paar Gedanken zu machen. Und sofern das Wetter es zulässt, bietet es sich auch an, das einfach mal wieder in freier Natur zu machen, etwas rauszugehen und das Wetter zu genießen. Ja, ich glaube, meine Lieben, das war's für heute auch. Wer Lust hat, kann gerne morgen wieder mit dabei sein. Genau. Und dann gehabt euch wohl einen schönen Tag. Alle Informationen zu dem, was ich sonst so tue, zu meinem Instagram-Account, meiner Homepage und meinem Online-Shop findest du hier unterhalb des Videos. Und dann freue ich mich darauf, wenn wir uns morgen früh wiedersehen. Bis dann. Ciao.